Tja, der nächste Sommerplausch steht an. Heute habe ich mich getroffen mit Eiko Adamek. Er ist Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat in Dessau und noch vieles andere, nämlich zum Beispiel der Küchenleiter hier im Klinikum Dessau. Und da haben wir gerade was ganz Spannendes. Es ist eine, habe ich so bisher auch noch nicht gehört, eine Cook-and-Chill-Küche. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sich die Köche dort also auch so eine Ausruhestation haben und da chillen, ne? Sondern vielleicht ganz kurz noch mal im Einsatz, weil das fand ich total spannend. Also, wir kochen im Prinzip kalt. Ja. Also, Cook and Chill heißt, wir garen Essen, aber wir kochen es nicht. Wir garen es und erhalten dadurch alle möglichen vorhandenen Nährstoffe. Das Essen wird dann danach schockgekühlt, wird somit für 72 Stunden haltbar und wird dann erst regeneriert, also verzehrfertig direkt am Patienten binnen. 42 Minuten ungefähr dauert das Ganze. Dadurch sind noch möglichst viele Nährstoffe erhalten, Konsistenz ist erhalten. Also es ist einfach gesund. Und lecker Und lecker. meistens, ne? Weil wenn man das so tagelang durch die Gegend fährt, wie das ja manchmal so ist, dann, Ja. oder nicht tagelang, sondern stundenlang, dann wird das ja auch Das fühlt pampig sich und besser, ug, genau. Ja. ne? So, Vorsitzender des Stadtelternrates, Ja. ne? Auch noch seit 12 Jahren, Ungefähr, ja. so ungefähr, ja. Und wir wollen uns heute einfach, wie ihr das ja kennt vom Sommerplausch, einfach mal über Gott und die Welt und natürlich vor allem über diese schöne Stadt Dessau unterhalten, in Der der sie ja nicht, Roslau. Dessau-Roßlau unterhalten, in der sie ja nicht immer gelebt haben, weil 1994, ne, wo kommen sie her? Ein bisschen hört man es, glaube ich, noch. 1994 aus Rostock, also über Umwege hier in Dessau gelandet. Zusammen mit meiner jetzigen Frau haben wir uns dann entschieden, nach 2 Jahren hier zu bleiben. Weil es so schön Weil es schön war, ja. war. Es ist einfach eine schöne Stadt. Es ist eine angenehme, ruhige Stadt, was viele Jugendliche nachteilig sehen, aber man findet da auch wirklich seine Vorteile, dass man sagt, okay, es ist ruhig, es ist ein schönes Wohnen, es ist übersichtlich. Man hat einen interessanten, aktiven Freundeskreis, mit dem man sich mal trifft und andererseits kann man sich auch jederzeit zurückziehen. Ja, es ist einfach wirklich schön. Und es liegt schön zentral. Es Leipzig, liegt schön Berlin. zentral, du bist in einem Stündchen in Leipzig, du bist in einem guten Stündchen in Berlin, du bist in 1,5 Stunden in Dresden, du bist in 1 Stunde im Harz. Es ist eigentlich alles da, was du brauchst. Also die Anbindungen sind schon wirklich gut. Klar. Jetzt haben Sie sich gewünscht, dass wir uns heute in Kochstedt treffen. Ja. Warum Kochstedt? Was liegt Ihnen da vielleicht besonders am Herzen? Also ich lebe hier jetzt seit 5 Jahren. Wir haben uns hier niedergelassen, weil ich finde es einfach toll. Das ist so ein schöner Mix aus Alt-Kochstedt, aus Neu-Kochstedt. Kochstedt hat ja in den letzten Jahren unwahrscheinlichen Zuzug gehabt. Durch die Waldsiedlung-Erschließung, durch die Erschließung-Hirtenhaus-Siedlung. Jetzt gibt es den zweiten Teil der Erschließung-Hirtenhaus-Siedlung. Wir wachsen und wachsen. Es ist ein wunderbarer Mix. Man hat hier alles, was man braucht. Man liegt immer noch relativ zentral und doch noch angenehm. Haben Sie gerade schon den Stein eines ganz heißen Themas angestoßen, ne? Die Erweiterung von Kochstedt. Ich habe vorhin ein Plakat gesehen gegen die Waldrodung. Was hat es damit auf sich? Wie stehen Sie dazu oder auch Ihre Fraktion? Also der Bürgerbeteiligung zu dem Thema habe ich damals selbst im Bauausschuss zugestimmt, weil ich vermutet hatte, dass genau das passiert, was jetzt passiert ist. Es hat großes Interesse bei den Bürgern geweckt und die Bürger haben gesagt, nö, das wollen wir nicht. Ich kannte das Stück Wald dort noch aus Hobbyzeiten, aus Geocacher-Zeiten. Geocaching. Da kommen wir nachher Und nochmal drauf zurück. ja. Also ich kenne das wirklich, es ist ein wunderschöner alter Eichenwald. Und diese Zufahrt soll jetzt ja im Prinzip durch diesen Wald durchgehen. Ein Fraktionsmitglied von mir und auch Landtagsabgeordneter Jens Kreuzer hat sich bereits mit der Bürgerinitiative getroffen. Wir werden das Vorhaben der Initiative unterstützen, auf jeden Fall. Denn wir sehen aktuell keine Notwendigkeit, diesen Altwald dort zu roden. Also aus aktueller Sicht haben wir dort kein Interesse dran, dieses Bauvorhaben, so wie es geplant ist, zu unterstützen einfach. Es gab ein Urbauvorhaben, da sollte ein Pflegeheimbereich dort hinten hin. Das war alles in Ordnung. Jetzt reden wir aber von einer Veränderung des B-Plans, die halt eben die Rodung dieses Waldes vorsieht. Und das sehen wir aktuell nicht als notwendig. Dann wäre es auch keine Waldsiedlung mehr. Dann wäre es um ein Stück Wald Genau. ärmer, ja. Ne? Obwohl wir ja hinten dran noch mehr als genug haben mit der Mosigkauer Heide. Aber trotzdem, es ist kein Mast.
Und wenn man es umgehen kann, sollte man auch so ein Stück weit Umweltaspekte im Kopf haben? Oder schließt sich ja damit ein, sozusagen? Das schließt sich damit ein. Also, sagen wir, wir auch als Partei waren eigentlich des Öfteren schon nah dran an den Urgedanken der Grünen beispielsweise. Mhm. Also Umwelt, Natur, das muss schon erhalten bleiben. Da müssen wir drauf achten. Wir haben dort irgendwann ein Erbe zu übergeben an unsere Kinder und Kindeskinder. Und das soll schon noch schön und lebenswert sein. Und dazu gehört es halt eben auch, dann ein kleines Waldstück mit vielen Alteichen halt eben zu erhalten. Es gibt natürlich Möglichkeiten der Nachbepflanzung, der Ausgleichsbepflanzung und. Das ist alles möglich. Aber wenn es nicht sein muss und man es umgehen kann, dann sollte man es möglichst auch. Wo zieht man da die Grenze? Ich denke, das hängt großteils einfach mit den Initiativen der Bürger zusammen. Also ich habe beispielsweise mal im Stadtrat gesagt, ich würde mich nie gegen eine Ortschaft stellen. Ja, wenn eine Ortschaft für sich entscheidet, nein, das ist nichts für uns, dann würde ich dem folgen. Wenn das wirklich dann durchweg begründet ist. Man muss immer gucken, was hängt dahinter. Wir reden jetzt hier von einem Wohnbereich. Wir haben genug Bauland in unserer Stadt. Wir haben irgendwann, hat man mal Anfang der 90er Jahre in der Kommune den Fehler gemacht und das Stadtzentrum ja so ein bisschen entsiedelt, indem man die Ortschaften dann freigegeben hat zum Bebauen oder zum Nachbauen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir auch das Stadtzentrum wieder interessant haben. Wir haben auch dort Bauflächen frei. Wir haben aber auch, wie gesagt, große Bauflächen frei hier in Kochstedt. Wir haben in Kühnau Bauflächen frei. Wir erschließen neue Gebiete. Wir machen uns natürlich auch für überregionale Bauinteressenten interessant. Ja, wir haben, also ich weiß, wir haben jetzt in Zibig mittlerweile Menschen wohnen, die arbeiten in Potsdam, die haben vorher in Berlin gewohnt, sind jetzt hierher gezogen, sagen, hier, das ist ruhig, das ist nett. Hier lebe ich gerne und fahre morgens die Stunde hin wie her zur Arbeit. Egal, ob ich aus dem Zentrum Berlins nach Potsdam fahre, bin ich eine Stunde unterwegs. Oder ich fahre halt auf die A9, so wir dort nicht gerade wieder eine größere Baustelle haben. Dann brauche ich genauso lange. Und da muss man halt eben wirklich einfach gucken, wie sind die Interessen, also die Interessen der Bürger. Also was möchte derjenige, der dort schon lebt? Auch das muss man einfach mit abwägen. Und natürlich halt eben die Umweltaspekte. Wie weit kann ich gehen? War jetzt fast eine perfekte Überleitung, Interessen der Bürger oder Wünsche der Bürger, Sie wissen, was kommt, oder? Wenn wir mal nach Roßlau gucken, die Bürger wünschen sich ja jetzt nicht in Dessau zu wohnen, wenn man es so nennen darf, zumindest wenn man jetzt die Berichte so verfolgt, ist ja momentan eigentlich das große Thema an Dessau-Roßlau, der Stadtname. Ja, wie stehen Sie dazu? Warum soll er denn überhaupt geändert werden? Was soll das bringen? Also es hat sich ja irgendwann eine Initiativgruppe gegründet zum Thema Stadtnamen. Der Uranstoß kam ja aus der Bürgerschaft vom Wirtschaftsindustrieclub. Das heißt, es gibt dort grundsätzlich Interesse daran, diesen Stadtnamen anzufassen. Und wir haben mal über den Stadtnamen Bauhaus Stadt Dessau gesprochen. Jetzt sprechen wir über den Stadtnamen Dessau. Es ist ein Thema, was ja schon ganz lange geht. Also 2007. Als die Fusion frisch vollzogen war, die Tinte unter dem Landesgesetz noch nicht ganz trocken war, da hatten ja schon die ersten die Änderungsanträge für den Messer in der Hand. Also in der ersten Stadtratssitzung des 2007er Stadtrats lag die Vorlage schon auf dem Tisch dafür, ist dann aber nicht veröffentlicht worden. Dann gab es 2013 den nächsten Anstoß, jetzt Ende letzten Jahres gab es wieder einen Anstoß. Ich habe zu meinen Fraktionskollegen, auch zu meinen Roßlauer Fraktionskollegen gesagt, wir werden dieses Thema nicht los. Wir schieben es nur vor uns her. Es wird immer wieder Interesse geben. Man war vielleicht 2007 nicht konsequent, gleich zu sagen, okay, wir machen nur einen Namen, keinen Doppelnamen. Letztendlich ist es aber so, wir sind eine Doppelstadt. Und wir werden auch immer eine Doppelstadt bleiben, weil es war Roßlau mit Stadtrecht, es ist Dessau mit Stadtrecht und daraus ist Dessau Roßlau geworden mit Stadtrecht. Wir sind eine kreisfreie Stadt, wir sind ein kreisfreies Oberzentrum und das muss unser Interesse sein, das auch zu bleiben in Zukunft. Das muss aber unser aller Interesse sein, das von Roßlau wie auch das von Dessau. Und da müssen wir einfach schauen, wir haben am Donnerstagabend Fraktionssitzung, dort werden wir uns nochmal zusammensetzen, auch zu dieser Sondersitzung am Montag diskutieren müssen, gucken, wer kann überhaupt kommen am Montag auch. Wir sind mitten im Sommer, jeder hat so seine Katzen zu kämmen, seinen Urlaub, wie auch immer.
Das heißt, auch unsere Fraktion, die die größte ist im Stadtrat, wird nicht stark besetzt sein am Montag. Ja, und dann gilt es abzuwarten. Gibt es denn einen Fraktionszwang bei Ihnen? Oder? Nein, also zu diesem Thema gibt es keinen Fraktionszwang, das geht nicht. Ich habe gebürtige Dessau mit bei, ich habe die Ortsbürgermeisterin von Dessau, von Roßlau mit bei mir in der Fraktion sitzen. Da kann ich keinen Fraktionszwang machen. Aber wenn wir jetzt einfach nochmal zusammenfassen, die Befürworter, sagen wir mal, diejenigen, die den Stadtnamen gerne ändern wollen, was sind die Argumente? Die sind größtenteils marketingtechnisch. Man wirklich sagt, die Stadt lässt sich besser vermarkten im öffentlichen Bild, also jetzt nur nicht rein wirtschaftlich, vielleicht auch touristisch. Man geht davon aus, dass der Stadtname Dessau dort mehr ziehen würde, beispielsweise im touristischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich auch. Das ist aber alles nicht belegbar. Solange man den Schritt nicht vollzogen hat, kann man das nicht belegen. Man könnte da jetzt Analysten drauf losjagen, aber ob da letztendlich was bei rauskommt, ist die Frage. Also wir müssen ins Gespräch kommen. Ich habe von vornherein gesagt, wir müssen erstmal reden. Und dann ist es eine Geschichte, die wir jetzt nicht hauruck machen können, sondern wir müssen einen gemeinsamen Weg finden. Wir haben 85.000 Einwohner, davon haben wir 48.000 Wahlberechtigte ungefähr, die mit einem möglichen Beschluss am Montag dann im September im Rahmen der Bundestagswahl eine weitere Wahl durchführen sollen, eine Abstimmung, eine Befragung. Also eine Befragung ist es ja eigentlich und befragt werden, ob sie dafür sind, dass die Stadt umbenannt wird in Dessau. Also das heißt, die Bürger würden es am Ende gar nicht beschließen, sondern eine Empfehlung geben? Oder wie kann die Bürger geben eine Empfehlung an den Stadtrat. Also eine Bürgerbefragung heißt, dass die Bürger einen Antrag der Stadt an die oberste Kommunalaufsicht, also Landeskommunalaufsicht, dann stellen würden, die Stadt umzubenennen. Die letzte Entscheidung würde dann beim Innenminister liegen. Gut. Also das Roßlauer Herz dann natürlich blutet, nachzuvollziehen. Aber wenn ich es jetzt mal aus der Marketing-Sicht betrachte, nehme ich mal Berlin. Gut, Berlin ist jetzt ein bisschen größer, ich weiß, jeder Vergleich hinkt immer irgendwo. Ein bisschen. Aber da kann ja auch jeder mit, ich nenne es jetzt mal anderen Namen, wie Kreuzberg, wie Neukölln, wie Marzahn, da hat man sofort ein Bild vor Auge. Ne, da weiß man auch sofort, was gemeint ist, da weiß man auch sofort, was es da gibt. Mitte, ne, weiß ich, da wohnt Angie und so weiter. Ne? Wäre es denn vielleicht ein Kompromiss, wenn man sagt, gut, die Stadt heißt Dessau-Roßlau, aber ich kann ja trotzdem diese verschiedenen Stadtteile, wie zum Beispiel Kochstedt oder Ziebig oder dann auch Roßlau und Dessau oder für mich auch als Bauhausstadt bezeichnet, Dessau, kann ich für mich vermarkten trotzdem, ja, obwohl ich Dessau-Roßlau heiße. Natürlich geht das. Wir warten da ja auch auf Signale von der Stadtmarketinggesellschaft, die sehr aktiv daran arbeitet, zusammen mit einer Agentur. Dort gibt es jetzt die ersten Schritte, die ersten Workshops haben stattgefunden zu dem Thema, auch mit Personen aus der Stadt. Natürlich geht das. Wir haben ja bei uns, wir haben in Dessau-Roßlau ja ein gemischtes Konstrukt aus Stadtteilen und Ortschaften. Ja. Wenn wir jetzt beide nach Kleutsch fahren und neben den Erstbesten, der auf der Straße steht, sagen, wo kommst du denn her, Kleutsch? Ja. Das gleiche passiert uns auch in Solnitz beispielsweise. Höchstwahrscheinlich auch in Streetz, in Mainzdorf. Dann gibt es aber ja, in Kochstedt wahrscheinlich auch. Sie fragen in Roßlauer, wo kommst du her aus Roßlau? Ja. Sie fragen in Dessauer, wo kommst du her aus Dessau? Da gibt es viele wunderbare Beispiele. Budapest ist ein super Beispiel, es waren auch zwei Städte. Und die Einwohner dort sagen immer noch, die einen kommen aus Buda und die anderen kommen aus Pesch. Obwohl ich es auch schon erlebt habe, wenn man Leute fragt, wo wohnst du, dass sie direkt sagen, ich wohne im Nord, ich wohne im Süd, ich wohne natürlich in Zivik. Also das selbst dieser Ortsteil oder Stadtteil ist es ja dann dort sozusagen schon eine Art Identifikationsmerkmal ist. Also der eigene Kiez, so das. Natürlich. Das wird auch Generationen brauchen, bis sowas abgeschlossen ist, so ein Prozess. Der wird lange dauern. Wenn Sie jetzt außerhalb von Dessau unterwegs sind, also wirklich jetzt weit überregional, bekommen Sie her, Dessau-Roßlau ist bei uns im ganz normalen Wortlauf mit drinne. Und bei dem einen ist es halt eben aber nur Dessau und bei dem anderen ist es nur Roßlau, bei dem nächsten ist es halt eben nur Kleutsch, wo ist ein Kleutsch bei Dessau. Mhm. Ja, oder bei Dessau-Roßlau. Also das ist, wir reden von einem Verwaltungsnamen. Wir reden in dem Falle von einem Verwaltungsnamen. Die Leute sind verwachsen mit ihrer Stadt, mit ihrer Gemeinde, mit ihrer Ortschaft, mit ihrem Stadtteil. Das ist einfach so. Und das soll auch so sein. Das soll auch so sein, das ist genau gut so, man lebt das, ne? Ja, man lebt sein Kiez. Genau da braucht man ja auch das Engagement, da braucht man ja auch die,
die Leute, die aktiv sind, die in dem Verein aktiv sind, die also auch mal das Heft in die Hand nehmen und so eine Stadt, wie wir es ja vorhin gesagt haben, oder auch ein Stadtteil, ein Ortsteil, eine Ortschaft lebenswert machen. Und dort leben und gut leben. Aber wann ist diese Diskussion ja doch so eskaliert und warum? Kann man das irgendwo festmachen? Nee, man wollte konsequent sein. Oder man will konsequent sein. Ich drücke es mal so aus. Man will wirklich einfach konsequent sein und sagen, okay, wir nutzen den Rahmen der Bundestagswahl, um viele Bürger zu erreichen. Auch da gibt es Befürworter und Gegner. Die Befürworter sagen halt eben, gut, man erreicht eine größere Gruppe. Ja. Die Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen ist immens hoch. Ja, höher ist sie dann nur, wenn es in der Kommune um eine Oberbürgermeisterwahl geht. Da ist man dort auch in dem Bereich. Nicht immer. Ja, das hängt vom Kandidaten ab. Genau. Wenn man jetzt so eine Bürgerbefragung zu einem anderen Zeitpunkt macht, wird es eine wesentlich geringere Beteiligung sein. Aber auch da muss man wieder rechtlich unterscheiden. Macht man jetzt eine Bürgerbefragung oder macht man einen Bürgerentscheid? Wir machen ja in diesem Falle jetzt diese Vorlage, sprich von einer Bürgerbefragung. Das heißt, wir wollen einfach rein das Input haben. Haben die Bürger Interesse daran, diese Stadt umzubenennen? Wenn wir von einem Bürgerentscheid reden, das ist eine bindende Entscheidung. Also ist es so, dass die Bürgerbefragung im Prinzip den Stadtrat beauftragt, zu entscheiden oder aktiv zu werden. Und der Stadtrat könnte sich dann auch noch dagegen entscheiden? Das wird er nicht tun. Warum hat man sich dann aber für den Weg der Befragung und nicht für den Entscheid geeinigt? Gibt es da irgendwie Unterschiede in den Voraussetzungen? Ja. Okay. Also Bürokratie. Der Bürgerentscheid, das war der erste Vorstoß am 21.06. in der Stadtratssitzung. Yeah. Um einen Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen, ist es notwendig, dass 2/3 der Stadträte zustimmen. Ja. Damit sind aber alle 51, also 50 plus den Oberbürgermeister gemeint. Ja. Da geht es nicht um die reine Anwesenheit. Okay. Also absolut. Die absolute Mehrheit hätte, also diese absolute Mehrheit von 2/3 hätte da sein müssen. Wenn die nicht mal anwesend sind, kann es schon gar nicht zu dem Entscheid kommen. Jetzt am Montag bei einer Bürgerbefragung reicht die einfache Mehrheit der anwesenden Stadträte. Das ist im Prinzip das, wo man jetzt in beiden Lagern, also beim Befürwortern wie auch beim Gegner, momentan natürlich am Rechnen ist. Kommen 26 zusammen, wenn mehr als 26 zusammenkommen, reichen dann die Mehrheiten. Also jetzt geht so dieses politische Ränkespiel los. Wer kommt alles? Wer kommt alles? Wen lassen wer wir lieber zu Hause? Wer bleibt zu Hause? Yeah. Wer kann nicht? Wer ist verhindert? Wer steht im Job? Und. Das sind ja alles diese Dinge, die bedacht werden müssen. Also es ist ja bei mir nicht anders, wenn ich beruflich verhindert bin. Das ist mein Job, den mache ich. Der steht an Nummer 1. Dann kann ich meinen Ehrenamt nicht wahrnehmen. Das ist ja auch so eine Geschichte, was viele ja denken, auch wenn man hier im Stadtrat sitzt oder in einem Kreistag oder Gemeinderat. Es ist ja nicht wie im Landtag, dass man Berufspolitiker ist. Nein. Darf man so ein bisschen wissen oder dass man davon leben kann? Vielleicht kann man ja mal so ansatzweise so eine kleine Andeutung geben, wie viel bekommt man denn Aufwandsentschädigung, wenn man im Stadtrat sitzt? Also das ist ganz, ganz offen, es ist auch steht in der Hauptsatzung drin. Es gibt also 230 Euro Aufwandsentschädigung für den Stadtrat. Die sind bis zu einer gewissen Grenze dann auch steuerfrei und dann kommt es Finanzamt und holt sich seinen Teil, was vollkommen in Ordnung ist. Dann gibt es noch Zuschläge. Ja, das letztes Jahr war schon spannend, also ich war überrascht. Ich greife schon gut zu. Dann gibt es gewisse Zuschläge für Ausschussvorsitzende beispielsweise, gibt es dann diesen Satz nochmal, für den Stadtratsvorsitzenden gibt es den Satz dann auch nochmal. Dann ist man auch in der Ortschaft tätig, dann gibt es dort noch eine Kleinigkeit. Man kann davon nicht leben. Also ich glaube, ich bin nicht mal kostendeckend. Ich glaube das auch, ich kenne es ja selber ein bisschen aus meiner kommunalpolitischen Erfahrung, wenn man dann einfach mal diesen Haufen Papier, der dagegen steht, alleine so ein Haushaltsplan, ne, so nach dem Motto, den man ja dann auch, zumindest wenn man so eine Aufgabe gewissenhaft machen möchte, zumindest mal angeschaut haben möchte und jetzt nicht nur von außen, weil er so schön aussieht. Ja, deswegen stellen wir jetzt auf digital um. Perfekt, ne? Aber Schluss mit lustig. Eigentlich ist es ein Hobby, wenn man es mal so böse, also nicht böse, aber es ist ja so wie andere Fußball spielen, halt auch
professionell, vielleicht in einer Verbandsliga oder so und dafür auch 200 Euro bekommen, dann geht man halt in den Stadtrand. Ja, also die Trainingszeiten sind ähnlich. so ist es wirklich. Also man muss da konsequent sein in der Reihenfolge. Der Beruf, Familie ist vorne. Definitiv. Ne? Das eine, mit dem ernährt man den anderen. Und dann kommt dieses hinten an. Ja. Die Waagschale funktioniert da nicht immer. Also gerade in solchen Situationen wie jetzt funktioniert sie nicht unbedingt immer. Da klingelt schon mal das Telefon 3-4 Stunden am Tag. Und das geht dann auch schon mal sehr lang. Ich versuche konsequent zu sein, wirklich zu sagen, okay, ab Freitagnachmittag geht nichts mehr. Dann nimmst du noch einen Termin wahr, der irgendwo ist, einen öffentlichen Termin, ähnliches. Aber ansonsten jetzt keine Sitzungstermine oder ähnliches, das gibt es dann nicht. Weil dann ist wirklich Familie wichtiger, das Beisammensein. Denn klar, ich bin dann unter der Woche, mein Job geht bis 14 Uhr. Und um 16 Uhr beginnen meist die Ausschusssitzung. Das heißt, man fährt dann nach Hause, schnappt sich das Tablet und springt ins Auto und dann geht es wieder los. Das geht dann schon mal bis 20 Uhr abends, gerne auch länger, je nach Ausschusssituation, je nach Vorlagensituation, je nach Haushaltssituation. Dann am Wochenende ein bisschen noch Nacharbeit und dann ist es. Also ich freue mich darauf, dass wir uns jetzt entschieden haben zu digitalisieren. Das spart auch eine Menge Arbeit, weil man vieles in der Sitzung dann schon sagen kann, okay, gehakt. Klar. Wenn wir jetzt nochmal zu der Abstimmung oder der Befragung kommen, jetzt gibt es ja diese Rechenspiele, was passiert in der Befragung, wenn es dazu kommt, die Dessauer stimmen alle für Dessau, die Rosslauer stimmen alle für Rosslau verloren. Ist es denn so einfach? Ich glaube es nicht. Also wir haben ca. 8.000 Wahlberechtigte in Rosslau, yeah. Und wir haben ca. 40.000 Wahlberechtigte in Dessau. Da haut das mit der Waagschale auch schon wieder nicht. Und der Entscheider, wie gesagt, ist letztendlich das Innenministerium. Und das wird dort auf jeden Fall mitbedacht werden. Und ich kann mir auch vorstellen, dass einige Dessauer auch sagen, soll doch so bleiben. Ja. Gibt es genug. Und wie würde man sich in Kochstedt entscheiden? Ich weiß es nicht. Das ist schwer zu sagen. Kann man nicht. Ich glaube, das ist dann doch sehr, sehr plakativ, so diese Geschichte, alle Dessau stimmen für Dessau, alle Rosslau für Rosslau. Ich glaube auch nicht, dass es so einfach wird. Nein. Also es gibt alle drei Varianten aus Seiten Dessau wie auch auf Seiten Rosslau. Also es gibt, ich habe mit Rosslauern gesprochen, die haben gesagt, es ist mir total egal. Ich habe mit Rosslauern gesprochen, die sagen, klar machen wir Dessau. Wir sind nur eins. Und es gibt halt eben auch die Rosslauer, die sagen, nee, also Freunde, das geht gar nicht. Und genauso ist es auch umgedreht, dass man halt eben sagt, okay, die Dessauer sagen, doch, Dessau-Rosslau, das passt schon, ich komme eh aus Dessau hierher, in meinem Ausweis steht, ich bin dort geboren und gut. Und es gibt halt eben auch die sagen, das ist mir ja sowas von egal. Und dann gibt es auch die halt eben sagen, nein, es soll keine Trennung geben, weil wir sind seit 10 Jahren jetzt Doppelstadt und gut. Vorletzte Frage dazu. Heute der Post oder die Tage der Post von, weiß gar nicht, ob es heute war, also ich nehme das mal heute oder die Tage zurück, der Post von Uwe Schulze, Landrat von Anhalt-Bitterfeld. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, habe ich nicht gesehen. Dann hätte ich ihn vorgelesen. Das hätte ich befürchtet. Ja, ist es einfach eine Neckerei? Das geht nicht. Oder? Das geht nicht. Also das geht nicht. Hallo. Wir reden von der Gemeindegebietsreform, die 2007 ja vollzogen wurde. Und das funktioniert alles nicht so einfach. Also diese Scheidung, wie es ja dann jetzt oft auch genannt wird, ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja jetzt nicht ein Akt, wo die Rosslauer mal sagen oder der Ortschaftsrat oder die Bürger, wir wollen jetzt nicht mehr und dann ist es vom Tisch, sondern das muss durch den Landtag. Das muss durch die Fusion zur Doppelstadt Dessau-Rosslau ist Gesetzesentscheid, genau, durch das war den Landtag. Die Gebietsreform damals. Genau. Und so ist es auch in vielen anderen Regionen passiert. Man hat ja damals fast ganz Sachsen-Anhalt angefasst. Klar. Das geht nicht so einfach zu sagen, ich will mich jetzt scheiden, wir machen ja Trennung und dann. Also das geht nicht wie im wahren Leben. Und von Uwe Schulze, ja, witziger Post. Er ist ja manchmal auch für so den kleinen Schalke im Nacken bekannt. Ja, natürlich. Also ich meine, ich kenne ihn ja nur auch. Wir sind ja in der gleichen Partei. Und er ist auch nicht umsonst dort, wo er ist.
und macht nicht umsonst das, was er macht, sondern das hat schon Hand und Fuß. Das ist keine Frage. Der Post ist witzig, genauso wie auch ja der Bürgermeister von Coswig am Sonntagabend in Roßlau war. Ja, so eine Brautwerbung ist schon ganz nett, wird aber nicht so funktionieren. Also das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Dann müssen wir bis zur nächsten Gebietsreform warten. Ja, das sind jahrelange Prozesse. Es geht alles nicht so schnell. Also fassen wir nochmal zusammen. Der Landrat von Anhalt-Bitterfeld hat auf Facebook gepostet, beziehungsweise hat den ehemaligen Oberbürgermeister angeschrieben, den Herrn Koschig, der ja aus Roßlau kommt, nach dem Motto, komm, lasst euch scheiden, kommt zu uns. Wenn man es mal grob zusammenfasst. Genau. Ne? Genau. So, letzte Frage. Wissen Sie schon, wie Sie abstimmen? Okay. Also, das ist ja das Problem mit der Demokratie. Ne? Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht kreuz an. Yeah. Doppelantwort nicht möglich. Ich kann es Ihnen noch nicht sagen. Also, wie gesagt, ich bin mir aber definitiv bewusst, dass dieser Prozess nicht so schnell enden wird. Selbst wenn diese Abstimmung am Montag negativ, positiv, je nachdem, wie man sieht, ausfällt, ist der Prozess damit nicht zu Ende. Es gibt einfach Interessengemeinschaften, die dort so ein immenses Interesse daran haben, das umzusetzen, sodass sie immer wieder einen Anstoß versuchen werden. Ja. Okay. Es soll ja dem Tourismus dienen, wenn man den Stadtnamen ändern sollte. Das ist ja eines der Argumente. Bleiben wir mal dabei. Ist denn das auch eine Touristenstadt? Welterbe. Bauhaus Gartenreich. Lange, lange Geschichte, lange, intensive Geschichte. Es gibt schon was zu gucken, natürlich. Wenn wir jetzt das Ausstellungszentrum des Bauhauses in anderthalb Jahren oder in zwei Jahren hoffentlich eröffnen, pünktlich, da gibt es schon eine Menge zu gucken. Also das hat auch internationalen Wert. Also Sie kennen ja die Ausschreibungsgeschichte von dem Bauhausmuseum. Ja. Gibt es da irgendeine Firma, die am Flughafen in Berlin beteiligt ist? Zwei. Ja, Flughafen Berlin kam ja gestern gerade, ne? Dass man es mal nicht schafft. Flughafen Berlin ist schon spannend. Nein, weil ich gehe von 2019 aus. Ich meine, das hängt ja wirklich, das hängt ja auch an diesem Datum. Ja, klar. Oder an dieser Jahreszahl. Hängt es ja wirklich dran. Und ich denke, dass die Auftragnehmer wie auch Auftraggeber sich dessen zu 100% bewusst sind. Also ich denke schon, dass das wir das schaffen. Müssen das schon. Ja. Also das wird nochmal was für die Stadt, wo sie nochmal einen Schub bekommt, um wirklich sich interessant zu machen überregional. Ich glaube, dass das Interesse an Dessau, Roßlau und in dem Fall dem Stadtteil Dessau mit Bauhaus und dann Bauhausmuseum ist sogar international teilweise größer als national. Das Bewusstsein ist ein anderes, wer jetzt damit was zu tun hat. Aber gut, wir dürfen auch Dinge wie Junkers nicht vergessen. Ja. Das ist da hängt so viel Geschichte dran, ein Lutzmann. Also selbst die Region, weil wenn ich jetzt schaue, Wittenberg ist viel los, ne, was ich mir anschauen kann jetzt, nicht nur dieses Jahr. Ne, wenn ich dann hochgucke, Zerbst, selbst Köthen, Stadt mit viel Geschichte, Bitterfeld, die ganze Gotsche Sache. Hätte es nicht viel mehr Sinn, wenn man sich als Einheit versteht? Weil sag mal, wenn ich jetzt so diese Tourismusregionen in Deutschland nehme, man sagt, ich fahre in Schwarzwald, ich fahre nach Rügen, da sagt jetzt keiner, ich fahre nach Putbus, weil jetzt nur der Putbusser für sich selbst denkt und sagt, jetzt müssen die alle eine Woche hier schlafen und wenn die in Bergen schlafen, bin ich dem böse, wenn die hier nur gucken kommen. Hätte das nicht mehr Sinn, da die Kräfte auch zu bündeln und nicht immer nur den eigenen Nabel im Blick zu haben. Naja, es gibt ja diese Initiativen Mitteldeutschland. Also das gibt es ja, das wird ja auch schon gemacht. Also es wird ja wirklich aktiv auch betrieben, auch auf den Messen, den Tourismusmessen, den Reisemessen. Da wird das schon aktiv betrieben, dann wirklich zu sagen, okay, wir bündeln das Ganze und machen Mitteldeutschland raus. Denn wir haben nicht zu vergessen, auch in der Stunde in Harz erreicht. Klar. Sind wir schon mittendrin. Ist auch für viele aus der Region ein Ausflugsziel fürs Wochenende. Sehe ich mich nicht aus. Und genau. Ne, wir auch eigentlich mindestens einmal im Jahr für ein verlängertes Wochenende, das gehört so ein bisschen dazu. Und ich glaube schon, dass Dessau den Punkt auch schon längst erreicht hat. Wir nehmen es nur nicht so wahr. Weil wir sind natürlich, also wir sind ja jetzt nicht die Tourismusregion. Das sind wir nicht. Wir sind eine kulturhistorische Region. Wir haben ein wunderbares Theater. Wir haben viele Dinge, womit man sich wirklich in so einem Wochenendtrip oder einem
in der Woche auch beschäftigen kann. Und dann natürlich das Überregionale dazu. Und ich denke, da ist man schon aktiv dran. Durch den Schritt, die Stadtmarketinggesellschaft zu gründen im letzten Jahr, was wirklich ein unwahrscheinlich langer und schwerer Prozess war, weil auch dort die Ränkespieler natürlich mit im Spiel waren. Und das war wahnsinnig wichtig, das zu tun. Und die Leute dort sind aktiv, das Team ist ein gutes Team. Und es wird jetzt auch, es passiert ja sukzessive auch immer mehr, um wirklich Dessau-Roßlau zu vermarkten, dorthin zu bringen, wo wir schon längst sein müssten eigentlich. Und zwar einfach dort auch die überregionale Anerkennung zu bekommen. Hm. Wenn man hätte jetzt auch irgendeine Agentur nehmen können und sagen können, hier, mach mal was draus. Aber ich denke, so sind wir wesentlich dichter dran und das zeigt auch der Erfolg von anderen Städten. Das ist der richtige und wichtige Schritt. Jetzt hat Dessau ja einen kleinen Zuschlag bekommen bei der UNESCO. Ja, ne? Also es gab noch ein paar, die Laubenganghäuser sind jetzt mit Weltkulturerbe. Was bringt das? Also ich will das jetzt nicht abwerten. Es ist schön, um Gottes Willen. Es ist wunderbar. Man beschäftigt sich dort natürlich bei der UNESCO einfach auch mit Vorschlägen, die gemacht werden. Dann verfolgt man die. Erzählen weiter, ich gehe nur schnell in die Küche holen, noch was zu trinken. Ja, okay. Also man verfolgt das und guckt dann halt eben, wie kann man das irgendwie, welche historische Bedeutung hat das? Ja, welche historische Bedeutung ist dort da? Was ist erhaltenswert? Was muss man erhalten? Da gibt es dann natürlich auch für die Sanierungsfördermittel und ähnliches. Klar. Ne? Und insofern ist es schon von Bedeutung für die Stadt. Aber touristisch? Also ich sag mal, ich habe dann immer so dieses Gegenbeispiel im Kopf. Ich habe ja jetzt natürlich auch viele Nachrichten gehört, die sagten, und es wird dem Tourismus und das auch voranbringen. Ich sag mal, ich warte dann immer noch auf die Busse. Und ich sag mal, Dresden hat ja diesen Titel ein Stück weit freiwillig abgegeben und da ist trotzdem die Hölle los. Wir müssen mal aufhören, uns immer zu vergleichen, glaube ich. So auf Krampf zu vergleichen. Dresden hat eine ganz andere Art der Geschichte. Leipzig hat eine ganz andere Art der Geschichte. Wir leben in einer Region mit vielen interessanten Städten. Das ist so unser Problem. Dresden hat da natürlich auch hier und da eine Ortschaft in der Nähe oder eine Stadt in der Nähe, die irgendwie historisch interessant ist. Aber hier wird das Ganze ja so ein bisschen gebündelt. So viele verschiedene Interessen werden gebündelt. Manche sagen auch mal, dass wir sind eigentlich überflutet mit interessanten Dingen. Ja, na? Ist wirklich der, so. Der für Junkers Geschichte sich interessiert, der kommt hierher, der verbringt hier ein wunderbares Wochenende, der kann dann auch rausgehen in den Teil der Moosigkauer Heide Richtung Aachen raus und sich noch alte Gebäude aus der Zeit oder Überbleibsel dort angucken, findet man als Geocacher. Der Bauhausinteressierte wartet auf das Ausstellungsgebäude. Es liegen viele tausend Exponate in den Kellern des Bauhauses, die gezeigt werden wollen. Wir haben jetzt die Laubenganghäuser als Gebäude dort dazu bekommen. Natürlich wird es auch in diesem Portfolio mit aufgenommen. Wir haben diese Bauhausroute jetzt der DVV, wo wir wirklich sagen, okay, wir zeigen dem Besucher das. Er muss nicht selbst los, sondern wir fahren dort überall eigentlich hin, in die Bereiche, in die Ecken. Aber das war jetzt nicht die Frage. Die Geschichte war, das lernt man schon im Stadtrat, ja. Ne? Und ich habe die Frage antwortet. Naja, ich sag mal, klar, also so, sich als Weltkulturerbe schmücken zu können, ohne Zweifel, ist eine tolle Geschichte. Ich freue mich da auch für das, also soll jetzt bitte nicht falsch rüberkommen. Aber trotzdem hege ich immer so meine Zweifel, dass jetzt wirklich Leute massenhaft zu Hause sitzen und sagen, wir fahren jetzt nur dorthin, wo Weltkulturerbe ist, sondern dass es doch eher nach den persönlichen Interessen geht, dass es das Schöne ist zu haben, dass es nochmal eine Adelung ist, ohne Zweifel, dass es mit Sicherheit von dem Standpunkt her, diese Sachen erhalten zu können, sanieren zu können, auch ein wichtiger Punkt ist, aber doch jetzt nicht kriegsentscheidend, ob ich eine Tourismusregion werde oder nicht, weil, oder? Nein. Gut, ist es nicht. Dann haben wir es doch. Also damit dann die Frage ganz kurz beantwortet. Das hätten wir auch schon vor 5 Minuten haben können. Sie haben doch so rumgeeiert. Also ich sag mal, die Laubenganghäuser, das ist wunderbar für die Stadt. Ja. Aber ob es kriegsentscheidend ist, wie Sie so schön sagten, ist anzuzweifeln. Die Bündelung, die ist es dann wieder, die das Ganze interessant das macht, dass man halt eben sagen kann, okay, wir haben jetzt hier Nummer 4. Ja. Dazu
Und so kompakt. Und so kompakt. Ja. Und das ist wirklich dann auch für die Leute interessant. Ja. Also meine Eltern waren jetzt hier und haben, während wir weg waren, 3 Wochen lang unser Haus und Hund gehütet. Und die waren ständig unterwegs. Weil sie sagen, man kann super viel sehen. Es gibt ja wirklich viel zu gucken. Ne? Ja. Und ohne Zweifel, ich glaube, mit ein wenig weg von der eigenen Nase und mehr Regionalmarketing könnten wir in der Region noch viel mehr erreichen. Ich kriege das ja auch aus anderen Städten mit, wenn dann das große Ziel von Köthen ist, dass die Leute alle da schlafen. Als Beispiel jetzt. Na, wo ich sage, ich kann in Köthen sicherlich mal ein oder rede ich gegen meine Heimatstadt, um Gottes Willen. Komm, darf nie wieder rein. Ich kann da sicherlich als Tourist 1-2 schöne Tage verbringen, aber dann habe ich auch alles durch. Ja. Ne? Und das ist halt das, wo ich es ein bisschen schade finde. Aber wir haben noch einen Punkt, auch wenn wir beide noch nicht so aussehen, oder sie zumindest, als Dessau. Dessau hat ja den Ehren- oder zweifelhaften Titel der ältesten Stadt, was jetzt nicht vom Gründungsdatum her rührt, sondern vom demografischen Schnitt der Einwohner. Ja, wie geht man denn im Stadtrat damit um? Was sollte man dann machen? Nur also noch Niederflurbusse? Ich glaube, ich habe vor, das ist bestimmt gut 15 Jahre her, damals, als ich so das erste Mal mit diesem Wort konfrontiert wurde. Und irgendwann, kurz danach, habe ich schon gesagt, ich kann das nicht mehr hören. Ja. Ich kann dieses Wort demografischer Wandel und die damit verbundenen Ängste, ich kann es nicht mehr ertragen, lass uns was dagegen tun. Ich war mal mit bei oder habe unterstützt die Walter Rathenau Stiftung. Mhm. Da hat sich ein Lehrer aus Roßlau sehr bemüht um Ausbildung von Jugendlichen, Schulabbrecher, ähnliches, wie bekommt man sie in Beruf. Und da haben wir in einer Firma gesessen, hier in Dessau, in einer namhaften Firma, und dort eine Beratung dazu gehabt, und dann hatte ich zu dem Geschäftsführer gesagt, wenn Sie nicht anfangen rauszugehen und sich interessant machen für die Jugendlichen, dann haben Sie in 10 Jahren keine Azubis mehr. Er hat keine mehr. Wir müssen diese Stadt für den Zuzug und für die Bleiber interessant machen. Wir müssen uns bewegen, und das ist auch Thema der Kommunalpolitik. Ich bin dort dankenswerterweise von einem jungen Mann hier aus Dessau-Roßlau sehr aktiv angesprochen worden vor kurzem. Wir werden da zusammen jetzt auch was auf die Beine stellen, also mit unserer Fraktion gemeinsam, um einfach Anstöße zu geben, Denkanstöße zu geben. Was kann ich jetzt tun? Wie kann ich Menschen, die in der Region arbeiten und die Wahl haben, ziehe ich nach Leipzig? Wie kann ich sie vielleicht dazu bewegen, nach Dessau-Roßlau zu ziehen? Ich schlage damit da so viele Fliegen mit dieser einen Klappe gleichzeitig. Ich tue was gegen Wohnungsleerstand. Ich verjünge die Stadt. Ich mache es für die Wirtschaft wieder interessanter. Ich mache es für den Einzelhandel interessanter. Auch der Bäcker freut sich, wenn am Sonntag früh noch einer mehr um die Ecke kommt. Ich kann so viel tun. Wir müssen was für den Hochschulstandort tun. Wir müssen die Leute vielleicht zum Bleiben bewegen. Wir müssen die entsprechenden Jobs schaffen hier in der Stadt. Wir müssen der Wirtschaft ermöglichen, sich niederzulassen, und wir müssen es für die Wirtschaft interessant machen. Wir müssen kurze Wege schaffen. Beispielsweise jetzt unsere Initiative Belebung des Marktplatzes. Was wir halt eben gesagt haben, wir müssen die Bürokratie, die dort schon sehr niedrig angesetzt ist, wir müssen sie noch niedriger ansetzen. Wir müssen einfach schaffen, diese Stadt zu beleben. Wir haben nichts gekonnt, wenn wir am Sonntagvormittag in die Stadt fahren und wir sehen auf dem Marktplatz niemanden, so richtig gar keinen. Da muss einfach Bewegung rein. Wir können nicht jedes Wochenende einen Sport- und Familientag machen. Wir können auch nicht jedes Wochenende ein Leopoldsfest auf dem Marktplatz machen oder ein Schifferfest in Roßlau machen. Wir müssen einfach Kontinuität reinbekommen, um die Leute dazu zu bewegen, zu sagen, okay, das ist schön hier, hier bleibe ich. Egal aus welchen Interessen, ob ich hier nur wohne und lebe und irgendwo anders arbeite oder ob ich hierher komme, um zu arbeiten. Wir haben es 2-mal angesprochen, jetzt müssen wir die Zuschauer noch kurz aufklären. Geocaching. Ja, Dosen suchen. Also Sie sind unterwegs mit Handy oder Peilgerät, kriechen durch den Wald, brechen in verbotene Fabrikgelände ein. Nein, die Zeiten sind vorbei. Ja, die Jagd nach der Dose, wir sind 3 Meter von einer entfernt. Vielleicht sind es auch 4. Hier? Kann sein. Ja, ja. Ich müsste jetzt lügen, genau wo sie lag und ob sie noch da ist. Aber
Heißt, man versteckt sich gegenseitig was, gibt darauf Hinweise oder die Koordinaten sozusagen und dann... Ja, also zu meinen meine Sturm- und Drangzeiten sind seit ein paar Jahren vorbei. Ich konzentriere mich auf Earth Caches, also auf geologische Caches, wo man also ein bisschen geologisches Wissen haben muss, um das zu verstehen. Man muss also ein Thema verstehen und dazu Fragen beantworten. Das können irgendwelche Findlinge, versteinerte Bäume oder ähnliches sein. Ich habe beispielsweise aus dem Brandenburger Tor einen Geocache gemacht. Das ist jetzt aktuell einer der beliebtesten in Deutschland mit, oder der Ostseestrand beispielsweise. Der ist von mir, ja. Es gibt aber auch die Dosen, die Ur-Dosenfischer, das ist ja das, ich auch mal gehört. Genau. Also das ist unwahrscheinlich interessant, weil es ist ein internationales Hobby. Man sagt immer so, wir spielen mit milliardenschweren Satelliten. Ne? Man sucht also punktgenau nach versteckten Dingen, die an meist unwahrscheinlich interessanten Orten sind. Das ist eigentlich das Schöne daran. Man kommt an Orte, die man so vielleicht im Guten beim Spazierengehen oder so nicht gesehen hätte. Und man kommt raus. Aber jetzt muss ich mir fragen, jetzt, wenn man das Brandenburger Tor zu einem Geocache macht, haben Sie da auch so eine Kiste versteckt? Nein. Ist es dann einfach? Das ist rein das Bauwerk an sich. Dieses Bauwerk ist rein aus Elbsandstein gebaut, wo man also in den Strukturen gewisse Dinge erkennen kann, die man dann auch erkennen muss. Mhm. Und wenn man dazu dann Fragen richtig beantwortet, also Sedimente, wir haben dort beispielsweise viele Hämatiteinschlüsse. In dem Bauwerk und viele Ausbesserungsstellen, die dann auch wieder mit Sandstein ausgebessert wurden, der aber aus ganz anderen Regionen kam. Und das muss man also ein bisschen erkennen. Man muss sich also wirklich so ein Stündchen mit dem Bauwerk an sich beschäftigen. Mhm. Nicht nur an dastehen, Selfies machen und wieder abhauen, sondern man muss wirklich mal dicht rangehen, das auch mal anfassen. Ja. Und dann versteht man das auch. Und dann sieht man viele Dinge aus anderer Sicht. Also die Belohnung ist dann das Wissen und nicht der kleine Schatz aus der Kiste. Genau, einfach das Wissen zu haben und dann gesagt bekommen, du hast alles richtig gemacht, du darfst das jetzt für dich punkten. Was unterscheidet Geocacher von Pokémon-Suchern? Mach nicht die ganze Zeit so. Ich habe es probiert. Okay. Ich habe es probiert, ich habe es gelassen. Geocaching... die Verbindung von Technik und Natur mit Interessenten, die eigentlich alle das gleiche vorhaben. Hm. Also die Community hier in der Stadt ist sehr eng, gerade die der Alteingesessenen. Wir haben auch schon mal 36-Stunden-Touren am Stück gemacht, sind von hier aus bis nach Dänemark gefahren mit Zug und Fähre. Und sind dann zurück, haben eine Nacht dann in Warnemünde verbracht und dort Dosen gefischt. Vielleicht Zufall. und sind dann am Folgetag wieder hier aufgeschlagen. Man kann vieles Tolles zusammen machen. Also es macht Spaß. Also ich weiß nicht, wann ich jetzt das letzte Mal richtig los war. Ich müsste jetzt auch lügen, wo mein GPS-Gerät zu Hause liegt. Aber das Handy gibt ja mittlerweile alles her für einen Notfall. Genau. Aber es ist unwahrscheinlich interessant und man kommt an unwahrscheinlich schöne Orte. Okay. Wir verabschieden uns damit aus einem der schönsten Orte, Kochstedt. Und vielleicht bis bald mal wieder bei einem kleinen Plausch. Dankeschön. Tschüss. Hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst uns einen Kommentar da oder einen Daumen. Bis dann. Ciao.